Skifahren ist eine der schönsten Sportarten und man kann sie bis ins hohe Alter ausüben. Doch häufig geben Skifahrer nach Verletzungen oder bei Schmerzen das Skifahren auf. Doch das ist nicht immer nötig. Im ersten Teil des Films haben wir die Grundlagen für eine schonende Fahrweise vorgestellt. In diesem zweiten Teil zeigen wir die Anpassung der Schontechnik an die individuellen Beschwerden im Bereich Knie, Hüfte und Rücken. Wir sind auf dem Pitztaler Gletscher und begleiten Schonskilehrerin Saskia Groß und die Teilnehmer ihres gemischten Lehrgangs mit Senioren, betroffenen Patienten und Therapeuten. Sie alle wollen die verschiedenen Skischontechniken erlernen. Nachdem die Gruppe bereits die Grundtechnik für eine gelenkschonende Fahrweise gelernt hat, geht es jetzt um die Spezialisierung der Schontechnik für die individuellen Gelenkprobleme. Ich heiße Maike Pittius, bin Physiotherapeutin und bin jetzt sehr gespannt auf Ihren Kurs, in dem Sie Ihren Teilnehmern beibringt, wie man gut Skifahren kann, mit Spaß Skifahren kann, auch wenn man Probleme hat mit der Hüfte, den Knien oder dem Rücken und eigentlich denkt, vielleicht fahre ich nicht mehr Ski, weil ich nicht weiß, wie ich es machen kann. Und jetzt hat die Saskia da offensichtlich ganz tolle Methoden, wie man trotzdem mit Spaß Skifahren kann. Und das möchte ich gerne lernen oder sehen und kennenlernen, um das meinen Patienten dann weiterzugeben. Rückenschmerzen gehören zu den großen Volkskrankheiten. Etwa 40% der Deutschen haben regelmäßig mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Für diese Patienten ist es ganz wichtig, dass sie zusätzliche Fehlbelastungen beim Skifahren vermeiden. Renate fährt vor mir, ich fahre hinterher. Für betroffene Patienten wie Renate geht es zunächst darum, eine individuell angepasste und möglichst schmerzfreie Schonhaltung über dem Ski zu finden. Aber ich variiere auch. Ja. Also ich passe mich einfach den Gegebenheiten an und versuche so, ich sag mal, schonend runterzukommen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Doch sehen wir uns die Bedingungen für eine rückenschonende Fahrtechnik genau an. Wie lässt sich die Wirbelsäule schonen? Die Wirbelsäule ist eigentlich keine Säule, sondern besteht aus verschiedenen Segmenten, die beweglich sind. Die meisten Probleme der Krankheiten bestehen eigentlich im Halswirbelsäulenbereich oder im Lendenwirbelsäulenbereich. Und da muss man jetzt einfach darauf Acht geben, wenn man Sport betreibt, dass man diese Regionen schützt. Wenn ich mich nach vorne beuge und nach hinten beuge, gehen die einzelnen Segmente auseinander. Man sieht auch hier hinten, dass die Wirbelgelenke auseinandergleiten, wenn ich mich nach vorne beuge. Und wenn ich mich zurückbeuge, werden diese Wirbelgelenke zusammengedrückt. Umgekehrt ist es auch bei der Bandscheibe hier vorne. Wenn ich mich nach hinten neige, wird die Bandscheibe auseinandergezogen vorne. Mit dem Problem, wenn Sie einen Bandscheibenvorfall da hinten hätten, würde man dann Probleme hier hinten bekommen. Und wenn ich mich nach vorne beuge, bekommt die Bandscheibe hier vorne Druck mit ähnlichen Kompressionsproblemen auch im Bereich der Nerven in diesem hinteren Bereich. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und auch von Krankheitsposition unterschiedlich, je nachdem, was Sie für eine Pathologie haben. Und danach muss man dann seine spezielle Haltung während des Skifahrens versuchen anzuüben. Entweder mehr im Hohlkreuz, wenn er dabei eine Schmerzlinderung verspürt, oder mehr in einer leichten, aufrechten Position der Lendenwirbelsäule, wenn er dadurch eine Linderung verspürt. Die Positionen im Vergleich. Zwischen aufrechter Haltung, Hohlkreuz, neutraler Position und Katzenbuckel muss jeder Rückenpatient seine Wohlfühlposition finden und beibehalten. Wenn ein Problem im Rücken vorliegt, sollte man eine entsprechend angemessene rückenschonende Haltung einnehmen. Die beginnt zunächst mal darin, den Oberkörper so auszurichten, dass er der individuellen Schmerzempfindung, was den Rücken betrifft, entspricht. Wenn wir diese Position eingenommen haben, gehen wir in eine leichte Knie-Hüft-Sprunggelenksbeuge und sind mit dieser in der Lage, viele Dinge von der Piste her zu kompensieren, weich abzufedern. Was wir auf jeden Fall vermeiden sollten in dieser Richtung, ist ein übermäßiges nach vorne beugen oder ein übermäßiges Strecken nach hinten. Was wir weiterhin vermeiden sollten, sollte ein deutlicher Knick zu der einen oder zu der anderen Richtung hin sein. Und was wir ebenfalls vermeiden sollten, wäre eine übermäßige Rotationsbewegung im Rücken. Also wenn da ein Schaden jetzt ist und Sie machen Turnbewegungen mit Flickflack, kann man sicher sein, dass dann die Probleme und die Beschwerden eher zunehmen. Deswegen gilt eigentlich die
Maxime, dass man, ja, ich sag mal, wie aus Beton ein Korsett hier haben sollte und sich möglichst nicht in diesem Bereich bewegen sollte. In der Praxis nimmt man also eine individuell möglichst beschwerdefreie Position ein und behält sie während des Fahrens bei. Schwungeinleitung und Steuerung geschehen niemals über das Hüftcanting, sondern nur aus dem gestreckten Kippen. Schwierige Hänge und hohe Geschwindigkeiten mit starken Kurvendrücken sollten vermieden werden. Sprung- und Kniegelenke müssen die eingeschränkten Ausgleichsmöglichkeiten der Wirbelsäule kompensieren. Hier hilft ein Skischuh mit weichem Flex. Unbedingt vermeiden sollte man, auch bei der Schonhaltung Katzenbuckel, ein starkes Vorbeugen des Oberkörpers. Wenn ich die Wirbelsäule nach vorne beuge, würde sie eigentlich mit dem Oberkörpergewicht nach vorne herunterfallen. Und das wird verhindert durch sehr starke Muskeln, die hier vom Becken zum Rücken ziehen. Und diese Muskeln komprimieren sich. Das heißt aber, dass diese Kompressionskraft zusätzlich auf die Bandscheibe zu dem Oberkörpergewicht noch wirkt. Und dadurch entstehen große Lastenhebel, die natürlich auf die Bandscheibe drücken. Das heißt, wenn ich aufrecht bin, habe ich nur das Oberkörpergewicht zu tragen. Je weiter ich mich nach vorne beuge, umso größer wirkt auch dieser Lastenhebel, sodass ich durchaus mal bei einem Oberkörpergewicht von vielleicht 60 Kilopond eine große Kraft auf die Bandscheibe habe, die vielleicht 4-5 bis 600 Kilopond nachher beträgt. Das zeigt, wie wichtig die Fixierung der Lendenwirbelsäule beim Skifahren mit Rückenproblematik ist. Sollte die individuelle Schonhaltung nicht ausreichen für ein beschwerdefreies Fahren, dann gibt es noch eine Zusatzoption. Mit einem Rahmenstützkorsett, mit einem stabilisierenden Mieder, das hier hinten stabile Teile hat, kann man die Wirbelsäule stabilisieren. Man muss sie hier ein bisschen fest zuschnallen, gut. So, dass es bequem ist, aber trotzdem fest. Und damit ist die Wirbelsäule stabil und wird nicht mehr viel bewegt. Das heißt, ich kann mich zwar noch zur Seite bewegen, aber der untere Teil, da wo meine Probleme in der Wirbelsäule zu finden sind, der wird eben ruhig gehalten. Und das ist sehr schmerzlindernd und das ist im Prinzip auch für Skifahren zu empfehlen. Und der große Vorteil ist auch, dass man sich nicht zu weit nach vorne beugen kann mit diesem Korsett. Man bleibt also in dem Bereich ganz feste und stabilisiert. Renate hat die Hinweise umgesetzt und fährt mit ihrer individuellen Rückenschonhaltung. Gleichzeitig versucht sie, die Lendenwirbelsäule möglichst zu fixieren und der Erfolg ist spürbar. Das war einfach nochmal sehr hilfreich, weil ich natürlich für mich selber Möglichkeiten gefunden habe. Aber jetzt gab es hier einfach auch nochmal zwei, drei Tipps, die eben mir helfen, auch zukünftig Ski fahren zu können und vor allen Dingen auch, je älter ich werde, noch weiter oder ganz lange hoffentlich Skifahren zu können. Als nächstes steht die Schontechnik für die Hüfte auf dem Programm. Es ist noch gar nicht lange her, da verboten Ärzte ihren Patienten mit künstlichen Hüftgelenken das Skifahren. Diese Zeiten sind zum Glück weitgehend vorbei. Mit der richtigen Technik und Ausrüstung können auch Hüftpatienten noch mit Freude und ohne größeres Risiko Skifahren. So wie Sören Baumgärtner aus Saskias Kurs. Ich bin Sportpsychologe und Skilehrer und habe starke Probleme mit der Hüfte, stehe kurz vor der Hüft-OP und könnte eigentlich schon lange nicht Skifahren, wenn es die Konzepte von Sports nicht gäbe. Und auch Ulrich Kipper ist betroffen. Er hat die Hüftoperation bereits hinter sich. Mein Problem ist, ich habe zwei künstliche Hüften. Habe früher Leistungssport Volleyball gemacht. Habe eine Hüftdysplasie beidseitig dann entwickelt. Das wurde so schlimm, dass ich nicht mehr richtig gehen konnte, mich nicht mehr bücken. Entzündliche Prozesse. Da musste ich mich operieren lassen und hatte auch entsprechende Schädigungen, die heute noch da sind, weil ich einfach dann zu lange gewartet habe. Das ist ja auch eine Kopfsache, dann mit zwei künstlichen Hüften wieder dann auf die Piste zu gehen. Und deswegen, das möchte ich halt weiter treiben und noch sicherer werden. Deswegen bin ich hier dabei. Das Hüftgelenk ist ein einfaches Kugelgelenk. Wenn man jetzt Probleme im Bereich des Hüftgelenkes hat oder eine Prothese, dann sollte man auch versuchen, das Hüftgelenk nicht zu sehr zu belasten. Wenn man jetzt normalerweise auf beiden Beinen gleichmäßig steht, dann ist die Hüftgelenksbelastung auf einer Seite genau die Hälfte des Körpergewichtes. So, wenn ich mich nach vorne neige, ändert sich das aber, weil wenn ich mich nach vorne neige, ich eigentlich umkippen müsste, wenn nicht sehr starke Muskeln, die vom Oberschenkel zum Beckenkamm reichen, mich jetzt halten würden.
Und diese Kompressionskraft der Muskulatur kommt mit zu meiner Schwerkraft noch hinzu. Das heißt, man muss es dazu rechnen. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Hälfte des Körpergewichtes drauf, wie im Moment. Jetzt habe ich das zweifache Körpergewicht durch die Muskelkraft bedingt zu bedenken. Wenn ich auf einem Bein stehe, dann habe ich nicht nur mein eigenes Körpergewicht zu tragen, sondern dazu auch noch die Muskelkraft der Hüftmuskeln, weil das Hüftgelenk ist ja ein Kugelgelenk und normalerweise würde ich jetzt abkippen und alleine durch die Muskeln, die vorne, hinten und an der Seite längs laufen, wird das Hüftgelenk und das Becken jetzt stabilisiert und diese Kompressionskraft muss man zum Körpergewicht hinzurechnen. Das heißt, ich habe jetzt das dreifache Körpergewicht, was auf diese Hüfte wirkt. Das Gleiche ist auch beim Gehen zu bemerken. Also beim Gehen habe ich das drei, wenn ich schneller gehe, sogar das vier- bis fünffache Körpergewicht. Das Schlimmste ist für die Hüfte, wenn man stolpert, weil man da maximale Muskelkräfte hier aufbringen kann. Das ist zum Teil mehr als das siebenfache Körpergewicht. Das wurde in der Charité in Berlin gemessen und auch vorher schon mehrfach berechnet. Das bedeutet aber für den Sportler, der seine Hüfte schonen möchte, dass er möglichst ständig in beidbeiniger Belastung steht, so wie das beim Skifahren heutzutage ja möglich ist. Mit der hüftschonenden Technik können auch Menschen, die vor einer OP stehen oder bereits fest eingewachsene Hüftprothesen haben, wieder Skifahren. Die beidbeinige Belastung der Ski ist entscheidend. Für eine hüftschonende Fahrweise ist es von besonderer Bedeutung, dass wir zunächst mal beidbeinig stehen, beidbeinig fahren, eine leichte Beugung in den Knie- und Sprunggelenken einnehmen und so die Kraft auf das Hüftgelenk deutlich reduzieren mit einer federnden Fahrweise. Weiterhin wichtig ist es, auf übermäßigen Knick zur einen oder anderen Richtung im Hüftgelenk zu verzichten. Hinzu kann man die Fahrtechnik deutlich dahingehend entlasten für das Hüftgelenk, indem man vermehrt das Außenbein streckt und das Innenbein beugt und so eine Ganzkörperstreckung zur einen oder zur anderen Seite erreichen. Ganz wichtig: Trotz der Streckung des Außenbeins im Schwung ist die verstärkte Belastung dieses Beines zu vermeiden, da hier ansonsten große Haltekräfte einseitig auf das Hüftgelenk wirken würden. Stattdessen ist bei Hüftproblemen die annähernd gleich starke Belastung beider Beine sinnvoll. Dies kann auf zwei Wegen erreicht werden. Erstens durch eine verstärkte Innenlage, bei der die Belastung gleichmäßig auf beide Beine verteilt wird. Und zweitens durch einen moderaten Hüftknick. Zu vermeiden sind steile Hänge, da hier der Außenski in jedem Fall einer erhöhten Belastung ausgesetzt wird. Gleiches gilt für eisige Pisten. Hier besteht zusätzlich ein erhöhtes Risiko für weitere, schwere Verletzungen der vorgeschädigten Hüfte durch Stürze. Ulrich Kipper ist noch etwas unsicher, doch die beidbeinige Belastung hat er bereits verinnerlicht. In der Gondel berichtet er Physiotherapeutin Maike von seinen Erfahrungen mit der Hüftschontechnik. Die Schontechnik, insbesondere das etwas Breitbeinige, hilft mir, weil ich dadurch mehr Stabilität in der Hüfte habe. Mhm. Und das leichte Vorgebeugte stabilisiert die Hüfte dann auch. Also vor ist leichter als gerade, das genau. Hast du für dich rausgefunden. Genau. Und eben eher weiter als enger. Genau. Also es muss jeder so finden, wie geht es mir am besten mit der Technik, mit der Schontechnik. Bin ein bisschen breiter geworden, das ist schon gut. Mhm. Und wenn ich leicht in diese C-Haltung gehe. Das heißt, du spannst den Beckenboden an und machst den Oberkörper so rund, oder? Genau. Das ist so diese genau. C-Haltung. Okay. Und dann habe ich sozusagen die Hüfte eingepackt und stabil. Okay. Und dann kriege ich auch Druck dann praktisch auf die Innenkanten vorne. Für Skifahrer mit künstlichen Hüftgelenken gibt es aber ein Risiko, das nicht zu unterschätzen ist. Zum Glück kann man das aber minimieren. Es gibt viele Menschen, die möchten nach der Implantation einer Hüftendoprothese wieder Skifahren. Und in der Tat ist es auch zu sehen, dass viele Menschen das machen können ohne große Probleme. Allerdings muss man darauf achten, dass kein Unfall passiert, denn die Hüfte wird ja hier so eingebaut, indem der Schaft hier in die Knochenröhre hineingesetzt wird. Der Schenkelhals wird ja abgesägt und dafür kommt eben der Metallkopf und die Metallpfanne hier rein. Aber der große Rollhügel bleibt erhalten, das ist hier dieser Knochen. Und diesen großen Rollhügel kann man an der Seite, an der Hüfte relativ gut tasten, insbesondere wenn man mager ist. Das ist gleichzeitig ein Problem, wenn man auf diese Seite fällt. Und hier hinter mir ist ein Röntgenbild von einer Skifahrerin, die im Alter von 65 Jahren eine Hüftprothese bekommen hat und dann 8 Jahre später
beim Skifahren in Brunnig gestürzt ist. Und sie hat sich leider hier diesen Rollhügel und den darunterliegenden Knochen gebrochen mit der Prothese, was ein großes Problem ist, weil sie können das nicht alles mehr zusammenschrauben, sondern da muss die ganze Prothese rausgenommen werden, eine neue Prothese mit einem langen Schaft eingebaut werden und es müssen ganz viele osteosynthetische Maßnahmen ergriffen werden, die dazu führen, dass man nachher nicht mehr Sport treiben kann. Das muss man leider so sagen. Ich empfehle also Folgendes, um diesen Trochanter Major, den großen Rollhügel auf Deutsch, zu schützen, einen Protektor hier an der Seite zu tragen, der ähnlich wie ein Fahrradschutzhelm außen hart und innen weich ist. Und da gibt es verschiedene Protektoren. Ich darf das mal vorführen. Hier ist einer davon, der vielleicht optisch nicht unbedingt sehr ansprechend ist, aber auf jeden Fall wirkungsvoll. So, an der Seite ist hier eben eine Platte aus Kunststoff eingearbeitet, die außen sehr hart ist und die innen eine weiche Polsterung hat. Und wenn man das entsprechend trägt, sodass dieser Rollhügel geschützt ist, dann hat man eben keine Probleme, wenn man mal mit einer Hüftprothese auf die Seite fällt, dass dort was passieren könnte. Wir haben in der Biomechanik nachgewiesen, dass die Kraft wird auf ein Fünftel reduziert, wenn man aus dieser Höhe fällt. Das Ähnliche, es gibt auch ähnliche andere Protektoren, die man kaufen kann als Skiunterwäsche. Das wäre auf jeden Fall zu empfehlen, auch für die Älteren. Und in der Medizin ist man älter ab 40, muss man einfach so sehen. Da verliert man auch Knochensubstanz. Das wird natürlich nicht besser, sondern immer schlimmer. Umso sinnvoller ist es auch für Leute, die keine Prothese haben oder noch keine Fraktur, dass sie auf jeden Fall so einen Protektor am großen Rollhügel beim Skifahren tragen. Eine Empfehlung, die auch Saskias Teilnehmer beherzigen sollten, selbst wenn sie mit der Hüftschontechnik jetzt schon gute Erfahrungen gemacht haben. Es war ein Erlebnis, dass man mit der Belastung, die eigentlich in den Kurven so drauf sind, trotzdem schön die Hüfte eigentlich schonen kann. Wenn man eben die Beine ein bisschen spurbreiter nimmt, mehr die Fliehkräfte nutzt, die eben das System bietet und weniger versucht aktiv zu arbeiten, ist immer wieder schön, wie gut es eigentlich geht, vor allem ohne das klassische Skianheben, was wir früher halt viel gemacht haben. Die Belastungen sind gänzlich weg. Also die Ski am Boden zu lassen, wie auf Schienen, Kurven zu fahren, hin und her zu gleiten, macht einfach immer wieder Spaß. Die 72-jährige Sabine und der 73-jährige Helmut sind gute Skifahrer, doch sie haben Knieprobleme. Zum Glück gibt es aber auch für dieses Gelenk eine Schontechnik. Doch warum haben so viele Menschen Knieprobleme? Das Problem ist, dass, wenn ich stehe, ich eigentlich nur eine Gewichtsbelastung habe zwischen Ober- und Unterschenkel. Das heißt, mein Körpergewicht, wenn ich jetzt 80 Kilo wiege, dann wäre das Oberkörpergewicht 60 Kilogramm. So, das würde dann hier auf dieses Knie einwirken. Das nimmt aber drastisch zu, je weiter ich das Kniegelenk beuge. So, im Stand, das weiß man ja, wenn ich gerade mit gerade gestreckten Knien stehe, kann ich die Kniescheibe hin und her bewegen, weil sie in keiner Weise angespannt oder an den Oberschenkel herangedrückt wird. Und je weiter ich mich jetzt hineinbeuge, tief hinunterbeuge, umso mehr zieht dieser Muskel, das ist der Quadrizepsmuskel, der zieht die Kniescheibe an diesen Oberschenkelknochen heran und produziert dadurch einen sehr hohen Druck. Diese Zugkräfte werden gleichzeitig als Kompressionskräfte auch auf dieses Gelenk noch mit übertragen. Sodass ich, wenn ich, sage ich mal, den Oberschenkel jetzt fast 90 Grad gebeugt habe, nicht mehr 60 Kilo Pond hier drauf habe, sondern das 3- bis 5-fache. Da kann durchaus mal sein, alleine im Stand, dass ich schon mal 300-400 Kilo Pond Zuggewicht hier auf der Kniescheibe habe. Und das muss man bedenken, weil natürlich auch die Zugkraft gleich der Kompressionskraft ist, mit der die Kniescheibe hier an den Oberschenkelknochen herangedrückt wird. Und wenn jetzt hier eine Knorpelläsion wäre oder eine Prothese eingebaut wäre, dann wäre hier ein sehr starker Druck festzustellen. Im Falle einer Knieschädigung, einer Beeinträchtigung im Kniegelenk, insbesondere was Meniski, was Knorpel, was Arthrose betrifft, empfiehlt es sich aus der normalen Skiposition, die mit einem recht deutlichen Kniebeugewinkel verbunden ist, der enorme Kräfte auf der Patella und enorme Kräfte in den beiden Gelenkpartnern des Kniegelenkes erzeugt, die Position insgesamt aufzurichten. Durch diese Aufrichtung werden die Kräfte hinter der Patella und zwischen den beiden Gelenkpartnern schon um circa die Hälfte reduziert, was unsere Messungen ergeben haben. Wenn ich es nur mal kurz aufrichten darf, es gibt natürlich im Skilauf die Fälle, dass man dahin tendiert, in die Rücklage zu geraten. Das ist ganz normal, weil der Körper tendiert dahin, sich aufzurichten und die Rücklage ist oftmals damit verbunden. Wenn wir dieses einmal machen,
haben wir nun in dieser Position, 90 Grad Kniewinkel, enorme Kräfte auf das Kniegelenk und auf die beiden Gelenkpartner. Enorme Kräfte, weil wir einen Riesenhebel haben an dieser Stelle. Das gesamte Körpergewicht wirkt nach unten und muss hier an dieser Stelle kompensiert werden. Etwas geringer wird das Ganze, wenn wir schon den Oberkörper ein wenig nach vorne beugen. Und noch weiter reduziert wird es, wenn die Position in eine leichte Vorlage übergeht. Wenn wir sie leicht nach vorne und aufrichten, werden die Kräfte im Kniegelenk deutlich reduziert. Und wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass eine gewisse Hangneigung dazukommt, kippt sie nach vorne, sie will schon überfallen. In diesem Moment sind die Kräfte in den Gelenkpartnern und in der Patella deutlich reduziert. In der Praxis sieht eine knieschonende Fahrweise so aus. Der Fahrer sollte eine betonte Vorlage einnehmen und wie bei allen Schontechniken das Körpergewicht möglichst auf beide Beine verteilen. Im Kurvenverlauf wird das äußere Bein gestreckt, das Kurveninnere angewinkelt. Die Gewichtsverteilung bleibt aber etwa gleichmäßig auf beide Beine verteilt. Eine erhöhte Belastung des kurvenäußeren Beines sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Sollte aber nur ein Knie geschädigt sein, so ist es sinnvoll, dieses Knie zu schonen. Das gesunde Bein wird dazu bei jedem Schwung stärker belastet als das geschädigte. Diese Gewichtsverteilung sollte individuell angepasst werden und ist nur vom Fahrer zu spüren, nicht aber von außen zu sehen. Und genau das erklärt Saskia auch ihren betroffenen Kursteilnehmern. Er hat eine einseitige Verletzung oder ein einseitiges Handicap. Da gibt es die Möglichkeit des Flamingo-Schwungs. Der Flamingo ist, ich belaste einfach immer diese gesunde Seite. Wenn ich in ein Alter komme von 60, 65, 70, 75, wir reden ja davon, schon Skitechnik verlängert unsere Skivita, dann ist es doch egal, ob ich links einen kräftigeren Oberschenkel habe als rechts. Wenn ich dann das genießen kann, wenn ich diese Weite, dieses Leben, dieses Naturerlebnis haben kann, aber dann mache ich eben Flamingo-Schwung, ein Bein wird mehr belastet, das ist dann auch mehr trainiert. Ja und, was soll's? Zwei Einschränkungen muss man allerdings machen. Steile Hänge sind für Kniepatienten ein absolutes No-Go und Betroffene mit Knieprothesen muss dringend vom Skifahren abgeraten werden. Bei Patienten mit Knieprothesen muss man leider sagen, dass sie nicht mehr Skifahren sollten, weil diese Kunststoffteile der Knieprothesen weicher sind als die Kunststoffteile in den Hüftprothesen. Das kann man heute leider nicht anders machen, weil am Knie doch sehr viele Scherbelastungen entstehen und wenn die Kunststoffteile zu hart wären, dann wären sie spröde und würden auch reißen. Deswegen ist das Kunststoffteil weicher, aber leider auch der Abrieb größer. Und deswegen sollte man also keinen Sport mehr machen, außer Wandern und Schwimmen und Radfahren. Und man sollte bitte auch kein Ski fahren. Ich habe hier ein Modell jetzt eines anderen Kniegelenkes, einer einseitigen Schlittenprothese. Und da kann man also tatsächlich sehen, dass hier im Laufe der Jahre doch Abrieb im Bereich des Kunststoffteiles entstanden ist. Deswegen muss man leider sagen, Patienten mit einer Knieprothese sollten nicht mehr Skifahren. Zum Skifahren nach Meniskus- oder Bandverletzungen im Bereich des Knies eignet sich die Knieschontechnik aber perfekt. Das kann auch Helmut bestätigen. Ich persönlich habe zwei Verletzungen in den Knien gehabt, im Meniskusbereich gehabt und ich glaube, dass ich meine Bewegung im Fußgelenk und im Kniegelenk dadurch eingeschränkt hat. Ja? Und ich mehr eine Verlagerung nach oben mache, um mich zu entlasten. Es war ein sehr interessanter Ansatz, ja? Und hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass man damit sehr viel mitnehmen kann. Und auch Physiotherapeutin Maike ist beeindruckt, von den Möglichkeiten will die gelernten Schontechniken an ihre Patienten weitergeben. Ich habe da jetzt sehr viel mitgenommen, was ich meinen Patienten empfehlen kann oder auch empfehlen kann, bei Saskia mal einen Kurs zu machen oder eben dieses Skifahren sich mal von der anderen Seite anzuschauen. Insgesamt können Skifahrer mit dem richtigen Material und den entsprechenden Schontechniken noch Jahre, eventuell sogar Jahrzehnte länger die Freude am Skilaufen genießen. Die hier vorgestellten Schontechniken sollten aber nur von sehr erfahrenen Skifahrern selbst ausprobiert werden. Für Anfänger und Gelegenheitsskifahrer eignet sich ein Selbstlernen nicht. Kontakt zu ausgebildeten Schonskilehrern und ihren Kursen bekommen Sie über die Internetseite der Vereinigung Sports unter sports-ski.de.